Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir stellen jetzt erstmal unseren Bedarf an bestimmten Produkten hier ein. Hier ist ja der Bedarf gedeckt dann für die, das müssen wir unbedingt hier einstellen, dass hier die Dings rauskommen. Der Limestone. Wo ist hier überhaupt drin? Limestone oder Lime? Aus Kalkstein oder Kalk? Limestone, okay. Limestone, okay. Limestone. Hier auch. Limestone. Bitteschön. Und das brauchen wir natürlich auch hier drüben. Und dann brauchen wir hier nicht die Kohle, sondern Carbon. Und hier brauchen wir Carbon. Denn wir brauchen Carbon zum als Prozessmaterial und als Brennmaterial. Das kann man ja beides mitmachen, also von daher können wir auch beides dann dafür nutzen. Also hier in dem Ofen brauchen wir Carbon und natürlich ein Brennmaterial, da kann ich ja Carbon genauso verbrennen. Das funktioniert. So, dann haben wir die Produkte schon mal da. So, den Filter brauchen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen hellblau, rot und braun. Das heißt, wir brauchen rot und braun noch. Rot. So, da drauf. Rot und beim Weißen unterschiedlichen geholt. Ja, das sah so weiß aus. So, und hier machen wir hellblau draus. Nee, wollte ich jetzt nicht. Wurde das jetzt haben? Entschuldigung. Eieiei. So, das da drauf, das da drauf. Und dann müssen wir natürlich jetzt beim Bahnhof einstellen, was wir haben wollen und wie viel wir davon haben wollen. So, wir brauchen... Achso, warte mal, da könnte ich ja jetzt... ich will aber ganz kurz... Ich muss mich kurz lunzen. Ich glaube, 40.000 habe ich mal eingestellt, ne? Ich einfach nur ausschalten sollen und nicht gleich die ganzen Waren rausnehmen sollen. Jetzt muss ich wieder schwer nachgucken. Haben wir irgendwie Boden transportiert oder wird das hat hier? Nee. Nicht. Kann auch dunkelblaues Grösel gewesen sein. So, was haben wir hier? 40 und Kohle 15.000, weil das ein anderer Stack ist. Das könnte man wahrscheinlich auch auf 40.000 setzen, weil Carbon ist glaube ich ein 200er Stack, oder? Wenn man das irgendwie wie groß die Stack Size ist, wenn man drauf guckt. Ich jetzt zwar auch nicht die Stack Size da drin, aber ich würde sagen, das ist okay. Nein. So, dann müssen wir die Kameraden hier einstellen. Natürlich auf die Materialien. So, dann haben wir hier einmal haben wir hier Carbon. Carbon. Dann das, okay. Das Weiße ist... Machen wir hellblau. Wo sind die Dinger denn? Ah, hellblau. Hellblau. So, das Braune kann bleiben. Das wird braun. Und das wird Limestone und Limestone. Das, wenn Limestone drin ist, dann geht das durch. Ja. Ja. Ich
zweimal braun. Sein. Na gut. Also nochmal geguckt. Limestone haben wir, Rot haben wir, Braun haben wir, Hellblau haben wir. Gut. Dann haben wir alle Waren, die man braucht, die hier auch eingestellt sind. Da sind sie auch alle eingestellt. Okay. So, gut. Dann müssen wir sie jetzt hier einstellen. Wir brauchen Rot. Wir brauchen Braun. Wir brauchen Hellblau. Wir brauchen die Dinger. Wir brauchen Limestone. Wir brauchen Farbe. So. Minus 40.000 minus 40.000 minus 40.000 minus 40.000 minus 40.000 und minus 40.000. So, Zuglimit lassen wir so, alles wunderbar, wunderbar, dann können wir ihn jetzt einschalten. Und jetzt muss ich mal ganz kurz mit meinem Zug hier. Manuell mal ein Stückchen vorfahren, dass ich hier zwischen diesen beiden Signalen stehe, damit der Zug, der hier ankommt, auch durchfahren kann zu dem Punkt, wo er hin will. So, also jetzt ist heute ist Testbahnhof dran. Wir haben schon ein bisschen Carbon sogar dabei. Das können wir natürlich dann schon mal hier einsortieren. Machen wir mal irgendwo, zack. Machen wir mal ein bisschen Carbon drauf. Das kann ja schon mal dahin gehen, wo es hin soll. Dann bin ich es nämlich los. So. Da geht's Carbon raus. Das ist nicht hübsch. Mit Vollgas. Rein in die Einsammelmaschinerie. Den Bau bauen, holen das sich das schön in die Kisten rein. Und da hinten wird es dann feinsäuberlich wieder rausgelegt. Und verteilt sich schon mal hier. Und dann leuchten die nicht mehr ganz so rot, weil die dann sich hier schon mal einmal mit Carbon vollgezockt haben. Naja, 18 Carbon gehen hier rein. Nee, das ist nicht schlecht. So, dann warten wir doch mal, was hier als erstes für ein Zug ankommt und was er uns bringt. Oh, da könnte hellblau werden. Und hier ist braun im großen Weg. Rot ist gerade nicht so. Weil hier ist rot aber in Produktion, wenn auch zäh. Weil dieses Nitric Wastewater hier voll ist. Oh, es ist hier voll. Was ist schon wieder los? Wie viel Wastewater? Wir müssen unbedingt, ich denke mal, der Zug nicht voll beladen. 2,3 km. Ich weiß gar nicht, warum der 2, damit 1 km da durch die Gegend fährt. So, hier, das ist voll, weil. Warum ist das hier voll? Problem. Purified Water. Sollte sich jedoch eigentlich ganz gut. Naja gut, das wird das letzte Fass und der kriegt das noch von hier alles reingepumpt. Der pumpt plus 100 ein bisschen was da rein. Der pumpt plus 100 ein bisschen was da rein. Würden wir so einen kleinen Durchfluss. Ja,
haben wir was vergessen. So, da haben wir was vergessen. Gut, das vergessen, das können wir ja jetzt eigentlich nicht so unischen machen, aber ich kann da mal was machen. Wann das jetzt? Wieder mal ein Rohr hin. So. Gut. Damit er nämlich von da nach da läuft und nicht von hier hinten da rein. Und trotzdem sollte das eigentlich. Ja, trotzdem ganz schöne. Gar kein Wasser drin jetzt. So. Okay. Mann, der hier nur so wenig durchgedrückt. Das war hier oben. Wo wir als letztes geguckt haben, hier unten sollte dann eigentlich auch produziert. Was ist hier unten das Problem? Nitric Wastewater ist in Massen vorhanden. Das Purified Water nicht raus. Na gut, geht jetzt nicht raus, weil ich das Rohr hier gehabt habe. Na gut, ich hab mich hier mal Rohr auch. So. Gut, ja, jetzt mal gucken, wann die Roboter das lösen hier. Dann sollte da ja zumindest ein bisschen Verbesserung entstehen. Naja, gut, gucken wir hier mal, wie sieht's da aus. Die Züge sehen erstmal noch gut aus. Okay, gut, dann weiter gucken hier in den Bahnhof. Blau und Braun sind jetzt da. Sehr schön auch in unterschiedlichen Kisten zum Glück. Gelandet jetzt erstmal von den aufeinanderfolgenden Zügen, aber 3,6K und 2,2K von einer Sorte, das ist nicht weiter schlimm. So, der nächste, der jetzt hier sozusagen herkommen möchte, kann ich das nicht, konnte ich das nicht durchklicken auf dem Bahnhof sehen? Wo steht der Zug hier? Ah ja, der wird mit den Dingern hier gleich kommen. Warte mal mit, den Dingern, die hier raussortiert werden und da oben reinkommen. Genau. Also den Filtern. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber es sieht doch schon mal ganz gut aus. Also es kommt schon mal zumindest ein bisschen was da an, wo es ankommen soll. Kohle ist bis hier hingekommen. Okay. Naja. Da sollte ja demnächst dann auch ein Zug kommen. So, jetzt werden hier wieder hellblaue Bollos durch die Gegend gefahren, weil hier oben Absatz war. Das sorgt dann auch hier wieder für mehr Flüssigkeit. Also mittlerweile auch für diese Flüssigkeit. Hier müssen wir mal gucken, ob ich hier irgendwie... Muss ich die Abholschwelle mal höher setzen, dass das, ah ja, gucke an, zack, und dann läuft es da rein. Okay, das geht jetzt in die Kiste mit rein. Sollte aber kein Problem sein, glaube ich. Stehe ich nicht hier irgendwo in der Nähe? Oh, da stehe ich doch. Na, das sollte kein Problem sein. Sollte trotzdem durchlaufen und zack, dann sind da zwei volle Förderbänder da. Mit Material. Sehr hübsch. Gut, dann geht das nämlich auch schon mal in die Produktion rein. Und wenn hier irgendwann rote ankommen, dann läuft das. So, dann gucken wir noch mal. Hier kommen die jetzt an. Okay. Ist auch voll in Produktion hier mit dem hellblauen. Sehr schön, das läuft. Okay, dann gehen wir jetzt mal einmal ganz kurz da unten durch zu dem Bahnhof hin mit den Flüssigkeiten und stellen da mal die Menge, die da abgeholt werden kann, höher ein oder abgeholt werden soll. Nicht immer mit so ein bisschen bloß hier abhauen. Mal gucken, wenn der hier reinfährt,
Gut, der holt jetzt 44.000, das ist schon mal gar nicht wenig. Aber da geht ja mehr. So. Das heißt, hier haben wir das Angebotsgrenzwert mal auf. setzen. Das müssen 50.000 Liter mal abgeholt werden müssen. So, er holt jetzt 60.000 Liter ab, das ist natürlich auch gut. Weil das sind immer die Mindestabnahmemenge 50.000 Liter sind. Das sollte auf jeden Fall schon mal hier den Transport von dem Material verbessern. Wir haben immer noch ganz schön viel von dem Material da drinnen. Aber jetzt gleichmäßig ganz genau. Ganz gut. Das kann dann auch gleichmäßig verteilt werden. So, wie viel holst du jetzt ab? Du holst 69.000 Liter ab. Sehr schön. So. Hier muss ich aber noch ein. Aber hier ist ein Eingangssignal. Ist das zu. Nee, hier ist kein Eingangssignal am Bahnhof. Okay, Moment. Ist für sich abgesperrt, ist dort. So, wie holst du? Du holst genau die 50.000 jetzt ab. Genau. So schön. So ist der Durchfluss halt ein bisschen höher pro Zug. Das ist schon mal was ganz Gutes. So, hier wird fleißig Bolus geholt. So, Kohle ist jetzt auch da. Also das Carbon gelötet. Und das andere ist alles schon durchgelaufen aus den Kisten. Jetzt haben wir natürlich die vorderste Kiste gleich maximal bestreut. Also alle drei Produkte sind innerhalb kürzester Zeit hier angekommen. Und die Kiste schafft es noch, trotzdem den Zug leer zu kriegen. Das passt also von dem Maß her. Also können wir das erstmal weiterhin lassen. So, hier oben kommt die Kohle auch an. Sehr gut. Sehr schön. Und jetzt müssten eigentlich alle schon mal Kohle gesehen haben, die Kohle brauchen. Genau, Kohle ist bis oben hin durch. Gut, dann müsste jetzt der Limestone eigentlich noch ankommen. Das sollte eigentlich noch funktionieren. Oder? Da, Kohlebretter. Steinwerk Output. Hier, der müsste Limestone jetzt bringen. 40.000 Einheiten. Genau der muss da sein. Das heißt, es wird ja auch Limestone ankommen. Und dann müssen wir gucken, dass die Limestone, weil das ist ja jetzt hier oben neu dahinter gekommen als sechstes Element. Das müsste dann ja durchgehen. Sechstes Element, ja. 1, 2, 3, ja, 6. Oh, okay. Dann haben wir zumindest das auch. Also 6 feste Elemente kriegen wir hier durch. Mit Flüssigkeiten. Wenn jetzt Flüssigkeiten noch dazu kommen, wird es schwierig. Oh, ne. Jetzt setze ich das hier durch, ne? Schön aus hier oben, wie das sich da so halbiert. Und dann kommt hier hinten die Kohle raus. Man sieht sie nie. Hier ist es auch halbiert drauf, ne? Und hier kommt das Material raus und dann laufen jeweils 2 Förderbänder raus. Also das ist schon, vom Durchsatz her ist das schon echt gut gebaut hier, glaube ich. Das haben wir schon ganz gut hingekriegt jetzt. Das müssen wir uns natürlich auch für die Chip-Produktion, für die Prozessorproduktion und so weiter und so fort in die Nähe holen. So, hier ist jetzt 10.000 nochmal. Okay, weil er mindestens der erste 10.000 rausgeschmissen hat und unten 10.000 anbietet. Und hier die Angebot-Schwellwert ist, glaube ich, hier auch 10.000, oder? Was habe ich angestellt? Ja, 10.000. Also mit mindestens 10.000 muss er hier ankommen. Können wir auch auf 20 setzen dann jetzt. Weil. Ja, das können wir auf 20. Da bin ich fähig. Dass, wenn das Lager halb leer ist, er erst wieder nachholt. Schön! So, die Kiste räumt sich langsam mehr. Und hier kommt das Material auch an. Das heißt also, wenn jetzt hier rotes Material ankommt, dann könnten wir theoretisch schon das erste Kobalt laufen sehen. So, dann bleibt ja bloß zu hoffen, dass diese roten Bollos dann hier mal ordentlich dahin transportiert werden und das rote Material hier in Massen rausgeholt wird. Also da brauchen wir jetzt momentan sehr viel von, haben aber nichts von. Hier wird auch gerade nichts angeliefert davon. So, hier wird blau wieder geholt. Aber rot liegt schon mal zumindest
Wenn die 2,5k überschritten werden, haben wir hier 10k davon, dann wird sie wieder abgeholt. Braun liegt hier auch jetzt nur halb voll. Da los. Nehme ich das mal auf einer Seite vom Förderband. Hier können nicht rausnehmen. So. Ah, jetzt kommen hier auch die Shorties wieder dazu. Okay, also da scheint auch eben gerade irgendein Problem geherrscht. Ach nee, der Rohstoff war nicht da. Der Rohstoff war nicht angeliefert. Alles klar. Aber auch knapp. Der Rohstoff hier. Kann man nicht anders sagen. Da kommt dann wieder der Rohstoff. Wir wollten gleich zwei Züge. Ah, das wird dann auch abtransportiert hier. Sehr schön. Ja, es läuft. So, wie sieht es hier aus? Die Kohle wurde abgeliefert. Ne? Ist es gut voll? Aber noch. Gut. Ich würde sagen, Test dieses Bahnhofs bestanden. Alle Waren kommen da an, wo sie hinkommen sollen. Wir können uns dann jetzt um die Kupfergeschichte kümmern. Um die Geschichte hier kümmern. Wo ist denn das? Titan wollte ich machen. Momenten. Titan ist hier. Nee, das Tank ist ein Titan. Titan? Nicht Verwendung, sondern Herstellung. So, die Rüttelei haben wir, glaube ich, ne? Genau. Komm aus, Rot ist wieder für. Also Rot ist sehr beliebt. Rot, Dunkelblau, Hellblau und den, okay. Und dann können wir das verwenden, indem wir dort Carbon und Dings... Aha, Chlorgas brauchen wir dann, okay. Nickel Furnace, okay. Wir können es aber auch so prozessieren, das haben wir noch nicht erforscht. Das heißt, das müssten wir dann noch erforschen und dann können wir dieses Zeug wieder herstellen aus Prozess und dann können wir es... Ah ja, und dann kann das in... Das war ja so ein ganz komischer Prozess, ne? Ja. Okay, dann starten wir erstmal die Erforschung hier noch. Könnte sein, dass die jetzt nicht mehr durchgeht, wenn ich mir genügend Flaschen für habe. Da müssen wir dann nochmal bei der Forschungsstation hinfahren. So, Prozess Titanium können wir dann... hier zu verwenden, genau. Das machen wir dann auch. Und das können wir dann verwenden, um den Schwamm herzustellen. Oder es verschwinden zu lassen. Genau, und den Schwamm, den können wir dann in Ingots verarbeiten. Genau. Wird schon knapp im Platz denn, ne? Wenn wir das jetzt mit Prozess noch machen wollen und das und dies. Da haben wir jetzt hier, dann nehme ich noch einen Prozess mehr dazwischen und dann stehen wir nämlich schon hier ganz vorne. Dann müssen wir uns um Platz Gedanken machen. Also dann kann ich das hier, die Konstruktion kann ich dann nicht machen. Da muss ich dann wirklich vielleicht durchlaufen lassen und springen oder so. Keine Ahnung. Mal gucken, wie wir das machen. Oder dann wirklich Sidearm-mäßig hier rausnehmen, aber erst dann da rausnehmen lassen, wenn hier das Förderband quasi, das eine Förderband voll ist. Dann müssen wir sozusagen mal gucken, dass wir hier habe ich das gar nicht. Wo habe ich denn das? Hier habe ich das. Das war das sozusagen. Wieso ist das hier nicht drin? Lithium-Ohr und das lasse ich einfach durchlaufen. Zu gleichen Teilen. Naja gut. Könnte man natürlich auch machen. Aber dass wir dann sozusagen in diese Richtung gehen müssen. Dass wir das hier oben rausholen und dann hier im Hintergrund hier zum Beispiel einfach gegenseitig sperren, dass das eine Material erst dann rauskommt, wenn das andere schon da ist. Oder? Ja, da müssen wir gucken. Damit sparen wir uns ein bisschen Platz an der Stelle hier, weil dann können wir das nämlich direkt aneinander bauen und dann kriegen wir hier 1, 2, 3 Felder, gewinnen wir dann die Richtung und das sollte dann... Man kann natürlich auch einen Durchlauf machen, dass das hier einfach hier schon mal abnimmt und was abgenommen ist, das ist halt weg und was nicht abgenommen wird, das ja, wird dann halt nicht abgenommen. Hier schon wieder nachgeliefert, okay. Ah ne, das ist nicht nachgeliefert, das ist die Kiste voll. Jetzt hier finden. Noch dabei. Ein K rote Bollos.
kommt mit 1.000 roten Bolos hier an. Okay. Das sieht schön aus übrigens hier. Das Rot und Orange nebeneinander, das finde ich schon mal gut. Okay, naja gut, da kommt er mit 1.000 roten Bolos hier an. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Theoretisch könnte man hier vielleicht sogar noch eine... Naja, obwohl, das hilft ja eh nicht. Naja, doch, wenn ich auf Beinen... Nee, das hilft ja eh nicht. Sehe ich ja trotzdem nicht mehr raus. So, und jetzt kommen mir die ersten roten Bollos an und jetzt können wir gucken, ob das hier funktioniert. Das ist doch schon mal schön. Dann sehen wir das wenigstens noch. So, die... arbeiten. Das geht da rein. Der arbeitet. Das geht da rein. Und da kommen die Ingots raus. Okay, die kommen alle auf einer Seite raus. Das ist ja ungünstig. Das müssen wir nochmal beheben hier. Dass sie auf beide Seiten rauslegen. Ansonsten wird es eine ganz schön einseitige Angelegenheit. Okay, wird schlecht. So, das wollen wir natürlich nicht, dass das eine einseitige Angelegenheit wird. So, beim Erz sieht das auch so aus, als wenn das eine einseitige Angelegenheit ist. Das sollte es natürlich auch nicht werden. Dann müssen wir das auch davor bauen. Okay, gut. Eine ist ja sogar Shorty, ne? Der obere von beiden. Oh gut. Lief halt nicht immer, von daher. Müssen wir so machen. So, da sehen wir schon, dass die Forschung stehen geblieben ist bei ungefähr 2/3. Das heißt, dann müssen wir mal kurz zur Forschungsstation runter und die Verfrischung dann herstellen. Dass das dann auch geforscht ist und wir dann hier den oder das Titan in bester Manier sozusagen produzieren. Und da müssen wir natürlich Fluoringas noch dazu. Aber wie wir sehen, also das rote Zeug, das geht hier schon ganz gut durch und da ist hier schon ordentlich was entstanden und hier liegt unser erstes Kobalt. Schön. Das soll es sein für heute. Ich werde jetzt auch eine Aufnahmepause machen. Heute war Samstag. Das heißt also, alles bis jetzt und Kommentare, die danach kamen, konnte ich erstmal nicht berücksichtigen. Falls da noch irgendwas zu den Flüssigkeiten kam und oder andere Sachen, dann bitte ich das erstmal zu verzeihen, dass ich das noch nicht mit eingebracht habe. Ich werde mir jetzt auch erstmal nochmal ganz kurz die Flüssigkeitsbeiträge durchlesen von letzter Woche. Da habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht alles 100% durchdrungen und verstanden und muss mir das nochmal angucken am Live-Beispiel. Wir sehen uns dann. Bis denn. Tschüss.